Mein Name ist Jessica Körner, ich bin Rettungssportlerin und ich bin Nachwuchssportlerin des Monats September. Ich will mich beschreiben als lockere Person, die gerne auch mal Witze macht, die sehr ehrgeizig ist und immer ihre Ziele verfolgt. Mich fasziniert besonders an dem Sport die Vielseitigkeit. Also es ist wirklich eine Variation von Disziplinen. Man muss ein Allrounder sein, um das zu schaffen, und das ist wirklich sehr schön. Am meisten Spaß macht mir die Disziplin Surfski. Das ist eine Art Kajak, in dem man paddelt. Und besonders Spaß macht mir die Disziplin, weil man eben auf dem See einfach frei sein kann, sich fallen lassen kann, auch mal weiter weg vom Ufer, mit der Sonne, mit den Wellen, mit dem Wind, einfach seine Gedanken mal für einen Moment vergessen. Also für mich geht es auch darum, dass man im Zweifel Leben retten könnte. Der Sport ist natürlich ein super Aufmerksamkeitsmagnet, um junge Leute zum Rettungsschwimmen auch zu treiben, um eben dann auf einer Station wirklich Leute retten zu können. Und dafür muss man eben auch fit sein, wenn man einen erwachsenen Menschen aus dem Wasser holen möchte, ist das natürlich auch ein Vorteil. Meine sportlichen Ziele sind es, auch nächstes Jahr in die Junior-Nationalmannschaft zu kommen, sowie eventuell eine Teilnahme in den Olympischen Spielen 2032 in Brisbane. Da soll Rettungssport olympisch werden. Ist noch nicht ganz fest, aber Australien setzt sich gerade dafür ein, dass diese Sportart dann auch bei Olympia gezeigt werden kann. Sie weiß, wo sie gucken kann, was sie braucht, wo sie suchen kann, was sie braucht, um sich selber voranzubringen. Sie findet ihren Weg und ist da auch bisher auch erfolgreich. Seit ich 13 bin. In den Beinen. Essen, Schlafen, Sport. Sich in eine Meerjungfrau verwandeln. Weihnachtsessen, so Rotkohl und Gänsekeule. Mathe. Wählt jetzt euren Nachwuchssportler des Monats Oktober. Bis zum 30. September könnt ihr noch abstimmen.